Mit drin haben. Hey Rezo, hier bin ich. Mein Name ist Jakob. Manche kennen mich auch unter dem Namen Bruder Jakob, hauptsächlich für die Sachen, die ich für Medikamenten Murat und seinen Bruder gemacht habe. Ich selber bin jetzt nicht mehr so richtig präsent auf der Plattform, aber ich würde schon sagen, dass ich mich mit YouTube relativ gut auskenne. Hier sind meine Stats. Ich bin 23 Jahre alt, 1,87 groß, 187. Und meine Augenfarbe ist grau. Zu meinen Hobbys gehören Klavierspielen. Ich bin jetzt dabei no means ein Profi, aber es macht einfach Spaß. Ich gehe gerne schwimmen, mache auch manchmal Sport. Was? Ich fange jetzt wieder an. Zudem gehe ich ganz gerne mal raus zum Jonglieren. Als ich noch unten in Bayern gewohnt habe, gab es da immer so eine Zirkus-Kinder- und Jugendfreizeit, wo ich dann eben Kinder und Jugendliche trainiert habe. Im Zuge dessen habe ich dann auch Murat und seinen Bruder kennengelernt und kurz darauf angefangen, für und mit den beiden Content für YouTube zu produzieren. Das war zu wild, wirklich. Ich habe damals meine Leidenschaft gefunden. Real Talk. Ich habe damals meine Leidenschaft gefunden. Das war irgendwelche Sachen. Es ging da gar nicht um großartige Produktion oder so. Das Allerwichtigste war immer nur die Idee. Und wir haben es ein paar Mal geschafft, glaube ich, mit unseren Ideen zu überzeugen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Jetzt ist die Ära vorbei, eine Ära, in der ich mich ausprobiert habe. Ich habe Vlogs gedreht, ich habe Musik gemacht, produzieren gelernt, etc. etc. Ich habe mir dann natürlich irgendwann gedacht, damn, das ist so krass, ich will das auf jeden Fall beruflich machen. Ich will damit mein Geld zu verdienen. Dementsprechend habe ich mir die ganzen nötigen Skills auch angeeignet. Ich selber bin jetzt eher so der Post-Pro-Guy, aber natürlich kann ich auch Kamera, Stative, Licht, Ton, das soll es überhaupt keine Probleme geben. Hier sind ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Das sprengt aber allerdings den Rahmen, deswegen Link zu einem kleinen Showreel in der Videobeschreibung, falls Interesse besteht. Bei all den Projekten, die ich umgesetzt habe, ist mir dann doch eine Sache aufgefallen. Am allermeisten Spaß macht es mir tatsächlich dann doch hinter der Kamera die Fäden zu ziehen wie so ein Marionettenspieler. How not to apply for a job. Nein, Joke, du bist natürlich jetzt schon ein großer YouTuber, hast dein Standing in der Szene, man muss da jetzt nicht noch großartig irgendwie ein Image aufbauen. Aber was ich meine ist, man brainstormt so, arbeitet an verschiedenen Videos, die kommen auch alle an sich ganz gut an und dann gibt es vielleicht hin und wieder mal ein so ein Video. Das zündet so richtig. Und wenn ich dann an der Idee zumindest auch nur beteiligt war, das ist das geilste Gefühl und dafür mache ich das. Ich habe auch schon Drehs organisiert, also Darsteller buchen, Räume mieten, Location Scouting, Equipment besorgen, den Wetterbericht lesen. Also Selbstständigkeit ist vorhanden. Ich habe jetzt natürlich auch keine zwei linken Hände oder so, da ich eine dreijährige Ausbildung als Mechatroniker abgeschlossen habe. Also falls du zu Hause mal eine Glühbirne auswechseln musst oder so, ich bin ein Mann. Energie! Also Rezo, hier ist mein Vorschlag. Wir machen aus TJ einfach BJ und dann geht's genauso geil weiter wie bisher. Wow. Okay. Ich weiß, man kann TJ nicht einfach so ersetzen. Aber ich kann würdiger Nachfolger werden. Um sowas hinzubekommen, braucht man eine krasse Ausdauer. Nicht nur physisch, sondern auch mental. Ich schlag den Raab! Jakob ist motiviert, ehrgeizig und hat nicht die CDU gewählt. Er schlägt den Raab! Stimmen Sie jetzt ab. Rufen Sie an unter der Nummer 0133711. Dreimal die 1 sind die Endziffer 11 und 1 dreimal die 1 und 1 sind dreimal die 1 sind 7. Oder schreiben Sie eine Nachricht mit der Ziffer 1 in den Chat für Jakob. 1 in Chat! So, haben wir noch Zeit? Ja. Hey Kelly, komm schnell. Halt mal bitte die Kamera. Was bleibst du, Jakob? Wir machen noch eben eine Roomtour. Also, hier ist quasi mein Arbeitsbereich.